Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supermarkt Simulator. Ich habe euch in der letzten Folge gesagt, ich spiele mal so bis Level 10 und dann machen wir gemeinsam weiter. Und ja, so sieht es jetzt hier aus. Die Regale sind ein bisschen leer. Ich habe jetzt zum Schluss nicht mehr ganz so aufgefüllt. Denn wir können uns jetzt hier mal den. Naja, gut, das können wir auch gleich machen. Erstmal machen wir jetzt das, was uns hier gesagt wird. Wir kaufen eine Erweiterung, Wachstum. Kaufen uns ja den ersten Abschnitt. Nebenbei, ich habe auch keine Kredite bei der Bank. Also wir haben hier das Darlehen plus das. Also wir haben hier etwas über 4000 Dollar, Euros, wie auch immer, jetzt zur Verfügung, die wir jetzt hier ausgeben können. Und das werden wir jetzt auch machen. So, unser Laden ist schon mal ein bisschen größer. Und wir brauchen als erstes mal neue Lizenzen, dass wir hier endlich neue Produkte haben. Ja, wir kaufen erstmal nur eine Lizenz und gehen jetzt Step by Step. So, einstellen. Können wir auch schon mal einen Kassierer einstellen. Und jetzt brauchen wir Regale. Ich nehme gleich zwei Stück. Eigentlich wäre es gut, wenn wir jetzt. Ja, wir müssen erstmal alle Produkte haben. Sonst vergesse ich hinterher ein Produkt. So, das ist Maximum schon. Einmal kaufen. Das auch kaufen. So. Das sind unsere Regale. Ja. Also wir müssen unseren Laden hier jetzt definitiv groß erweitern. Und ich hätte auf jeden Fall gerne. Wir holen uns jetzt erstmal einen Kredit von der Bank. So, erstmal zur Bank. Darlehen aufnehmen. Darlehen aufnehmen. Dann Verwaltung, Lizenzen. Dann kaufen wir nochmal eine Produktlizenz. Noch ein Ladenabschnitt. Jetzt Markt, jetzt haben wir wieder neue Sachen. Einfach bestellen, so. Zack. Dann können wir uns auch mal zwei Kühlschränke mitbestellen. Kaufen. Perfekt. Und wir bestellen noch mal zwei. Na, Moment, 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 Moment. Nicht ganz so schnell. Verwaltung, Abschnitt würde uns 300 kosten. So, ja, nee, ja doch, der Laden ist schon gut größer geworden. Müssen wir erstmal gucken, wie stellen wir das alles hin. So, das sind unsere Kühlschränke, ne? Genau. Das ist ein Kühlschrank. Das ist ein Kühlschrank. Und viele, 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 viele Produkte. Ja, jetzt geht es darum, wie stellen wir alles hin? Ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut und guck mal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mal ein bisschen umgeräumt. Hier hinten stehen jetzt die Kühlschränke hier und zwei, drei Regale. So, und wir können jetzt erstmal grob die neuen Sachen einräumen oder generell alles einräumen. Beziehungsweise, naja, erstmal räumen wir aus und gucken, wo wir was hinpacken. Ich hätte das gerne ein bisschen systematisch geordnet. Gut, bei Kühlschrank haben wir einfach noch gar nicht so viel Produkte. Mal gucken, was wir hier haben. So, hier haben wir einmal schon mal Getränke. Machen hier auf jeden Fall mal einen Getränkekühlschrank. Und ich will auch ein paar mehr Fächer für die Sachen haben. Ich sag mal so, für normale Sachen in den Regalen hätte ich eigentlich gerne drei Böden pro Produkt.
dass das alles, ja, für einen Tag reicht, sagen wir es mal so, ne? So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich schmeiße einfach erstmal Kartons hin, wo es ungefähr hinkommt. Sache ist, wenn ich drei eigentlich, bräuchte ich hier noch zwei Regale. Machen das auch einfach mal. Und uns hier nochmal zwei Regale. Markt. Hatte ich ja schon reingepackt. Kaufen. So, da haben wir ein Regal. Machen wir das hier mal in die Verlängerung dazu. Vielleicht machen wir auch vier Produkte. Also vier Böden pro Produkt. Zumindest für Produkte, die oft gekauft werden. So. Lassen sich eigentlich recht schön platzieren alles. Jetzt kommt man hier rein. Ja, ist ein bisschen. Naja, rein theoretisch soll man dann ja hier langlaufen, hier durchlaufen. Könnten wir hier jetzt eigentlich noch ein Regal so hinstellen irgendwann. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ja, vielleicht kriegen wir es auch noch nicht so super systematisch geordnet hin. Weil dafür haben wir, glaube ich, von manchen Produkten einfach noch zu wenig, dass das so systematisch alles zusammenpasst. Von daher räumen wir erstmal ein. Ich nehme hier einfach mal die Kartons. Ja, okay, die Milch packen wir jetzt nochmal damit zu. Da weiß ich nämlich noch nicht, wo die hinkommt. Erstmal die einfachen Sachen. So Spaghetti. Spaghetti könnten doch eigentlich, wenn man in den Laden reinkommt, dass man hier gleich Spaghetti hat, oder? Oder soll man auf die teuersten Produkte zulaufen? Na, eigentlich ist das in dem Supermarkt hier auch relativ egal. Was ich aber weiß, ich will die so haben. So, und daher machen wir einfach vier Produkte von jedem. So, Frühstückssachen. Hier machen wir Frühstückssachen hin. Das ist schon mal so Kategorie Frühstückssachen. Hätte ich gerne zusammen. Basmati-Reis passt gut zu Nudeln. Ja, mal nochmal Basmati-Reis. So, und jetzt machen wir das nämlich alles in einer Reihe. Hat den Vorteil, ich kann hier ein Preisschild ändern, mich hier hinstellen und die vier Preisschilder ändern und muss dann nicht hier rüber gehen, weil ich sie übereinander habe. Deswegen machen wir das alles schön nebeneinander. Und wir müssen auf jeden Fall gleich noch Produkte bestellen. Vielleicht kriegen wir auch noch nicht jetzt finanziell hin, dass wir in jedem. Ja. Den brauche ich nicht. Das Regal ist voll. Denn bei Kühlschränken kann ich das, glaube ich, noch nicht so machen. Dass wir überall vier Sachen haben. Günstige Cola kommt nach unten. Ich weiß gar nicht, ob die günstiger ist als die andere. Aber das können wir gleich mal gucken. Preisschild. Können wir den Preis auch gleich festlegen? Was kostet die Cola? Ah, die ist sogar günstiger. Naja, Preise festlegen können wir gleich machen. Erstmal müssen wir hier die Straße noch aufräumen. Hier liegt noch so viel rum. Den haben wir doch auch schon voll eingeräumt, ja. Also ihr seht schon, ich brauche irgendwann hier nochmal ein Lager. So rein theoretisch kommen wir hier nochmal. Kommt die andere Pasta dazu? Da haben wir sie. Haben auch keine mehr im Regal. Karton kann also weg. So, und Mehl sollten wir ja eigentlich auch zusammen haben, ne?
Ja, gerade wir brauchen noch ein Regal. Das ist aber, das gefällt mir hier noch nicht so ganz. Wenn er hier ein bisschen länger draufklickt, dann könnte er den nehmen. Wir kriegen hier aber allerdings keine zwei Regale hin. Also stellen wir das Regal ganz in der Ecke. Und das Regal stellen wir hier neben. Weil solange wir nämlich kein Lager haben, wenn wir immer vier Regalböden haben, dann kann ich einfach was nachbestellen. Und dann haben wir davon genug. Kann ich zwei Sachen nachbestellen. Die zwei Kartons kriege ich dann rein. Ohne da irgendwelche Probleme zu haben. So, davon nehmen wir mal, davon nehmen wir, davon nehmen wir. Davon brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Schwarzen Kaffee auch. Das bestellen wir jetzt einfach erstmal. Das wird noch nicht genau reichen, aber ich brauche halt auch die Kartons. Ja, guten Morgen. Um die Sachen hin und her zu tragen zu können. Da muss der Karton halt groß genug für sein. Jetzt können wir das nämlich hier rausräumen. Mit der rechten Maustaste kann man das übrigens machen. Da rein. So, wunderbar. Jetzt Müsli. Müsli passt doch zum Frühstück. Also kommt das hier mit hin. Da raus. Da rein. So, nächster Karton. Toastbrot. Perfekt. Haben wir hier? Öl. Öl haben wir noch gar nicht. Rein theoretisch steht es gerade da hinten. Was kann hier jetzt noch rein? Packen wir Öl oder Salz hier mit zu? Haben wir hier? Milch. Ja, wir könnten auch Milch hier hin machen, da das Öl. Dann haben wir hier Flaschen. Es gibt noch ein anderes Öl. Das können wir, glaube ich, auch schon kaufen. Ich habe es schon gesehen. Haben wir das schon gekauft? Ich kaufe einfach nochmal zwei Kartons davon. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gekauft. Und auch das Mehl haben wir noch nicht. Selbst wenn ich hier in zweier Schritten bezahle. Wir brauchen eigentlich eh vier Kartons von jedem. Nee, das Mehl wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Öl. So, dann kommt das Öl. Ich hätte das Öl gerne da. Frag mich nicht warum. Nur das Öl und das in den Karton passt. Wunderbar, dann kommt das dahin. Ich brauche Öl. Öl. Wunderbar. Ja, ihr seht's, also gibt tatsächlich ein bisschen was zum Einräumen jetzt hier. Okay, normalerweise kann man das immer so Step by Step machen. Ich habe jetzt natürlich viel gespielt, in Anführungsstrichen viel gespielt, ohne dass ich was gemacht habe, dass ich mir Puffer angesammelt habe, damit wir jetzt hier gemeinsam ein bisschen was machen können, damit auch ein bisschen was los ist quasi. Mehl haben wir auch zwei Sorten. Wir brauchen nochmal zwei Regale. Wir können den Karton hier auch gleich zum anderen Mehlkarton packen. Ah, hier, Öl haben wir noch. Kann ja gleich rein. Dann können wir so einen kleinen Karton wieder mit reinnehmen. Ja, hier haben wir das andere Mehl. Puderzucker kann ja auch zusammen. Ja, wir brauchen noch mal zwei Regale, bitte. Möbel. Dann ist nämlich mit unserem Geld auch schon alle. Aber sobald wir den Laden ja öffnen, wird sich das relativ schnell erledigen. Jetzt will ich die aber hier hin haben, also muss ich erstmal aufräumen. Das ist das Toastbrot. Oh, der ist leer. Die große Unordnung.
beziehungsweise der große Umbau des Verkaufslands. Kriegen wir jetzt hier noch ein viertes hin? Oder wir müssen es ein bisschen mittiger stellen. Was ist denn hier dran? Sieht aus wie T. Die haben wir noch nicht zugeordnet. Ich weiß nicht, ob wir schon genug Regale haben. Ja, natürlich passt das nicht. Nur, dass wir so ein bisschen schräg. Ah, mir sind die Kartons im Weg. Diese Unordnung hier. Ich freue mich, wenn wir ein Lager kaufen können. Eigentlich brauchen wir eh vier Regale. Achso, nee, ein Regal hat ja zwei Platz, ja. Aber dann machen wir das so dahin, dann können wir den Schreibtisch nachher noch darstellen. Nee, können wir auch nicht, machen wir auch nicht. Wir machen das anders. Da kann dann ein Kühlschrank hin und dann. Könnt das da hin. Ja, ich werde hier bestimmt auch nochmal das ein oder andere Mal umstellen, aber hier hat man quasi jetzt so, kann man hier in den Kassenbereich kommen. Wunderbar, hier kann dann noch ein Kühlschrank hin, hier vielleicht noch ein Regal oder auch ein Kühlschrank. Mal gucken. Ist ja auch, jetzt sind wir mal ehrlich, also. Das ist ja noch nicht für immer entschieden jetzt hier, ne? Also, da haben wir den Tee, kriegen wir den hier rein? Praktisch kriegen wir hier rein. Wunderbar. Aber wo kommt der Tee hin? Tee muss erst nochmal warm. So, wir haben gesagt, die Milch kommt hier mit hin, weil hier Flaschen stehen. Haben wir hier noch Mehl? Mehl? Wie viel Mehl habe ich denn gekauft? Ist jetzt alles Mehl, ne? Mehl, Zucker, das kommt zusammen. Getränke. Die fehlen uns hier auch noch, die Sorte, genau. Ja, nehmen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Aber nur ein bisschen. So, Spaghetti, genau. Den uns hier, kommen da hin. Und dann, wenn der Laden läuft, kann man nebenbei nochmal die Regale auffüllen, aber. Kaffee haben wir noch gar nicht. Kaffee haben wir noch nicht. Kaffee haben wir noch nicht. Ja, Kaffee Frühstück, oder? Obwohl, rein theoretisch hätte ich hier gerne noch ein Müsli, was bald kommt. Aber dann müssen wir das. Das haben wir noch nicht. Müssen wir das später nochmal umräumen. Wenn wir eh bei einigen Sachen machen, dass wir da noch das ein oder andere Mal umräumen werden. Ja, seht, da hatte ich doch schon bestellt, das Öl. Naja, dann gibt es davon gleich halt vier, ist ja auch okay. So. Salz. Ich würde das Salz fast hier am Anfang mit hin tun. So Nudeln. Das macht ja, ah, wir packen das Salz hier oben hin. Haben wir hier so die Grundnahrungsmittel quasi. Machen wir überall ein bisschen stehen. So, Kohle haben wir, glaube ich, auch schon voll. Wir könnten jetzt natürlich, wenn wir den Platz hier im Kühlschrank haben. Moment, ich gucke erstmal, ob wir alles kühlschranktechnische schon bestellt haben. Oder ob uns irgendein Produkt fehlt noch. Nee, wir haben einfach erstmal alles da. Hätten wir gar keine zwei Kühlschränke gebraucht. Das Geld hätte ich mir sparen können. Wasserflaschen haben wir, glaube ich. Käse haben wir, Eier haben wir, Milch haben wir.
Machen wir das ganz einfach. Wir machen bei den Kühlschränken, machen wir drei. Drei Böden pro Produkt. Oh, das kann ich gleich machen. Erstmal machen wir das hier noch. Die Sachen, die quasi nicht gekühlt werden. Können wir uns jetzt nämlich dem Mehl widmen. Kann hier einmal Mehl hin. Und dann das rote Mehl. Auch lustig. Also es gibt zweimal Mehl. Also ja, es gibt im Laden ja auch verschiedene Mehle, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier im Simulator erstmal zwei verschiedene Mehle kommen, bevor irgendwelche anderen Produkte kommen. So, und den Zucker packen wir hier mit hin. Puder raus. Hier mit hin. Und dann gehören die beiden Regale quasi zusammen. Jetzt müssen wir mal alle Kartons hier. Das ist Tee. Packen wir Tee hier mit hin. Das ist die Cola. Ich weiß noch nicht, wo wir das lagern sollen gerade. Wir müssen das erstmal hier mitten im Laden lagern. Haben wir das rangeschoben? Oh, ein bisschen an der Wand, dass es ein bisschen ordentlich aussieht. Obwohl, falls ich doch ein Produkt vergessen habe, lassen wir uns das erstmal frei. Aber ich glaube, wir haben alle Produkte soweit eingeräumt. Ja, haben wir. Werden wir schon haben. Wenn nicht, müssen wir dann halt gucken. Ja, eigentlich ist hier hinten noch ein guter Lagerbereich. Das können wir gleich einräumen, das können wir gleich einräumen. Kommt da hinten hingelagert, das können wir gleich einräumen. Einfach über die Kasse geschmissen hier. So. Ne, Produkte vergessen haben wir, glaube ich, nicht. Frage ist, Moment. Da haben wir noch ein Regal frei und uns fehlt auf jeden Fall noch Kaffee. Ne, gar nicht, Kaffee steht da unten schon. Aber wir müssen auf jeden Fall gleich noch Produkte nachbestellen. Wir haben noch nicht genug. Ihr seht, die Regale sind noch ein bisschen leer. Aber wenn gleich Geld reinkommt, können wir das machen. Und auch den Schrank können wir gleich währenddessen. Also die Getränke können wir gleich währenddessen machen. Oder die Kühlschränke da generell. Ja, eigentlich haben wir jetzt von allem was. Das heißt, wir gehen jetzt einmal die Preise durch. Gucken einmal, dass wir die Preise vergleichen, so wie hier. Da können wir jetzt natürlich viel mehr nehmen. Beziehungsweise hatten wir ja noch gar keinen Preis angepasst. Wir müssen ja Gewinn machen und bei der Gelegenheit können wir jetzt gleich die alten Preise einmal mit kontrollieren. Denn auch die ändern sich ab und zu. Hier fehlt Käse, uns fehlt Käse. Wir brauchen sofort Käse und irgendwas fehlt uns noch im Kühlschrank. Käse und Wasser. Gut, dass wir das nochmal kontrollieren, bevor wir eröffnen. Und Wasser packen wir einfach nach unten. Der kommt zu dem übrigen Haufen. Der Käse noch hier rein. Passt.
Ja, ich würde sagen, ich kontrolliere mal hier die Preise, leg mal die ganzen Preise fest und dann sehen wir uns wieder, wenn wir den Laden eröffnen. Also für euch ein kleiner Augenblick. So, die Preise sind kontrolliert und von daher können wir sagen, offen, wir können unseren Laden eröffnen. Wir haben noch 11 Dollar, also wir haben alles ausgegeben, was wir konnten. Jetzt können wir hier gleich den Schrank nochmal mit befüllen. So, das da mit drauf. Den Apfelsaft hier noch mit rein. Ja, ich weiß, wir könnten jetzt auch hier gleich noch. Aber ich hätte das gerne so, dass es möglichst so erstmal bleiben kann. Dass ich da nicht gleich wieder dran rumräumen muss. Ja, hier so ein bisschen vernünftig hinstellen kann man schon machen. Ah. Ist halt noch ein kleiner Laden. Wir haben kein Lager, deswegen muss das hier stehen. Man könnte es auch dahinter packen. Da haben wir, rein theoretisch haben wir hier Platz. Und ihr seht schon, die Kunden kommen und er kassiert hier wunderbar ab. Das läuft alles und wir können uns um den restlichen Kram kümmern. Ja, einkaufen können wir jetzt auch schon wieder die ersten Sachen, aber wir gucken mal. Wir müssen nämlich bei der Bank heute noch keine Zahlung leisten, aber wir müssen Miete bezahlen, bestimmt. Rechnungen. Ja, aber das können wir später machen. Dann können wir erstmal Sachen bestellen. Und mal gucken, was uns jetzt hier so als erstes fehlt. Uns fehlt auf jeden Fall Kaffee. Allerdings ist das auch ein teures Produkt im Einkauf. Dann fehlt uns Käse. Dann können wir Nudeln. Eier können wir auch einmal mit bestellen. Spaghetti, Reis, Salz. Erdnussbutter. Öl. Müsli. Puderzucker. Ja, und da haben wir jetzt schon 270 wieder ausgegeben gleich. Und sobald wir bestellen können, müssen wir, glaube ich, als erstes den Kaffee einräumen. Das ist das, was am meisten fehlt. Eier haben wir, glaube ich, auch mitbestellt. Ja, entwickelt sich so langsam dieser Laden. Ich freue mich auf die nächste Erweiterung. Die müsste dann eigentlich dieser Teil sein, ne? Dann könnte man hier noch eine Regalreihe machen wieder. Aber ja, der nächste große Umbau kommt dann ja quasi im nächsten Video, würde ich sagen. Oder vielleicht im übernächsten, je nachdem. Ich würde sagen, der Laden läuft erstmal, wir haben umgebaut. Und mehr gibt's für euch im nächsten Teil. Von daher, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich würde sagen, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!